An solchen Orten könnte Ilone manchmal fast vergessen, welche grausamen Dinge ihr vor ein paar Tagen erst passiert sind. Wir haben uns ausgeruht, uns geht es mittlerweile wieder relativ gut, abgesehen davon, dass wir ein bisschen hungrig sind. Also stopfen wir in uns hinein, was wir dabei haben, das ist nicht allzu viel, aber es muss reichen. Ein bisschen Hawkerfleisch noch dazu. Und das reicht auch schon. Außerdem einen Schluck Alkohol. Es geht uns nicht darum, uns zu besaufen, sondern wir brauchen einfach das leere Glas, um ein bisschen Wasser mitzunehmen, denn Wasser könnte wichtig sein. Wir haben keine Ahnung, wohin uns unsere Reise tragen wird. Danke auf jeden Fall für dein freundliches Bett. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Und ich hoffe, das machst du erfolgreich weiter. Diesen Baum hatten wir entdeckt. Der könnte uns möglicherweise sicheren und trockenen Fußes, bisschen rutschig ist er trotzdem, hier rüberbringen. Naja, und ganz trocken sind unsere Füße auch nicht gewesen. Sie stehen praktisch schon vor... Hey, dich kennen wir doch. Warum kehrt er um? Naja, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr in diese Richtung. Wir haben allerlei mystisches Zeug dort erlebt. Wir wollen in diese Richtung, dem Flusslauf folgend, denn wir haben die Hoffnung, dass wir so möglichst schnell auf eine Siedlung gelangen. Wir hätten die Fischersfrau noch fragen können, ob sie weiß, wo die nächste Siedlung ist, aber irgendwie waren wir so durch den Wind, dass wir es völlig vergessen haben. Irgendjemand steht da hinten. Er sieht aber nicht so aus wie ein Bandit oder irgendjemand, der lauert. Jemand muss mir helfen. Jemand muss dir helfen? Hilfe! Hat das was mit dieser Person zu tun? Die sieht aggressiv aus. Hallo? Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Und offenbar auch ein sehr verwirrter Mensch, der nach Hilfe ruft und dann keine mehr möchte. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen einfach mal weiter. Verrückte Leute sind häufig sehr kreativ und sehr unterhaltsam, das wissen wir, aber wir haben für sowas momentan keine Zeit. Wir könnten dem Weg folgen, wir haben aber Angst, dass wir den Fluss so aus den Augen verlieren und gehen das Risiko ein, noch ein bisschen nass zu werden. Nasser als völlig durchnässt können unsere Schuhe sowieso nicht mehr werden. Da ist ein Boot, ein Lager, ein Jäger oder ein Fischer. Irgendetwas davon. Hallo, werter Herr? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Nein, vor allem sollte der Jarl im besten Fall gar nichts mehr essen. Wobei, ich weiß gar nicht, bin ich hier in Falkenring oder bin ich schon in einem anderen Gebiet? Und ja, er antwortet uns, dass wir in Weißlauf sind und dass er uns einiges Zeug verkaufen kann. Mal schauen, Hawkerfleisch... Das ist teuer, das ist alles sehr, sehr teuer. Wenn wir wirklich vorhaben... Das ist eine gute Frage. Können wir so viel Geld in so kurzer Zeit verdienen, dass es sich lohnt, Essen zu kaufen, anstatt es zu jagen, weil unsere Zeit wertvoller ist als dieses Gold? Auf jeden Fall ist dieses Zeug sehr, sehr teuer. Und er will mal wieder nur... Meine Schuhe kaufen, meine also völlig gut. Durchnästen. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Naja, auf Wiedersehen. War schön, dich kennenzulernen. Außerdem hat er uns erzählt, dass hier in der Nähe ein Dorf sein muss. Dort stammt er nämlich her und jagt insofern hier und dahin begeben wir uns jetzt. Es soll in diese Richtung liegen. Und das sind sehr mystische Steine. Sie geben die Sternzeichen an. Das ist ziemlich offensichtlich. Wir kennen natürlich die Sternzeichen und wir wissen, dass wir unter dem Sternzeichen des Diebes geboren sind. Und deshalb berühren wir diesen Stein, einfach nur um ihn zu untersuchen, als plötzlich ein eigenartiges Licht in den Himmel strahlt. Wir sind ein bisschen verwirrt, aber Ilone hat nicht wirklich Angst davor. Komische Steine, die komische magische Effekte ausspeien, sind in Illinir nichts Besonderes. Es ist eine sehr alte Stadt mit einer sehr alten Geschichte und viel mit Magie, insofern ist sie nicht allzu verwundert, hoch oder runter. Wir gehen einfach runter und folgen weiter dem Lauf des Flusses.
dem Lauf des ziemlich schönen Flusses. Ich wüsste gern den Namen dieses Flusses, er steht bestimmt auf einer Karte, aber ich habe keine. Und das ist sehr traurig. Pflanzen können wir immer sammeln? Pflanzen können wir deshalb immer sammeln, weil Elone so ein kleines bisschen Ahnung davon hat, wie man kocht und wie man kleine Tränke herstellt. Oh, das mit dem Jagen hat sich für uns dann wohl erledigt. Das hat schon irgendjemand vor uns getan. Wir könnten dieses Tier jetzt ausnehmen. Es zumindest versuchen. Wir sind nicht wirklich gut darin. Wir haben keine Ahnung, welche Teile eines Hasen schmecken. Aber wir haben etwas Spitzes bei uns und wir probieren es einfach mal. Ziemlich blutige Angelegenheit, das Ganze. Das sieht so aus, als könnte man es essen. Wir wissen auch nicht, wie Hasen schmecken. Wir haben noch nie einen Hasen gegessen, warum auch. Und Fell ist einiges wert. Könnte einiges wert sein. Leider haben wir das Fell bei unserem Versuch, es zu entfernen, völlig zerrissen und nehmen einfach nur die Knochen mit. Denn auch wenn Knochen sicherlich nicht so viel wert sind wie Fell, vielleicht kauft es uns ja trotzdem jemand ab. Je mehr wir haben, umso besser, und tragen können wir noch einiges. Hallo Wolf. Die sind ein Rudel. Wäre er allein, hätte ich gedacht, vielleicht greift er nicht an, aber ein Rudel? Das würde ich nicht riskieren. Hat er überlebt oder ist das ein anderer? Oh! Das hat wehgetan, das hat richtig wehgetan. Ja, demotiviert davon, dass es bei dem Hasen eben nicht funktioniert hat, versuchen wir gar nicht erst, die Felle dieser Wölfe zu kriegen, sondern sammeln lieber ein bisschen Pflanzen weiter. Wir haben das Gefühl, dass uns das mehr bringen könnte. Wir könnten zum Beispiel Tränke herstellen und sie verkaufen. Vielleicht bringt uns das ja etwas Geld ein. Sicherlich mehr als irgendwelche völlig zerstörten Felle. Und wenn die Stadt hier ganz in der Nähe ist, wer weiß. Erstmal noch einen Schluck trinken. Das Wasser hier ist ziemlich kalt, aber ziemlich sauber. Ich mag das. Definitiv in besserer Verfassung als das Wasser in Elenir. Weil, naja, Elenir hat kein Kanalsystem und... Naja, man kann es sich vorstellen. Eine Kutsche, ein Kutscher. Wenn wir Geld hätten, könnten wir so auf dem schnellsten Weg nach Windhelm, unser ursprünglicher Plan. Erstmal suchen wir einen Händler in diesem schönen, kleinen, beschaulichen Dorf hier. Das sieht aus wie ein Händler. Dieses Zeichen ist relativ eindeutig. Und die Kinder zaubern Elone ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht, das ziemlich schnell einfriert, als sie den kleinen Jungen sieht, der sie an ihren Bruder erinnert. Ungefähr 10 Jahre alt. Und während sie noch drüber nachdenkt, wird sie unterbrochen von diesem verdammten Gör. Ja, Elone mag eigentlich keine Kinder. Wie das so ist, wenn man einen jüngeren Bruder hat, mit dem man sich nicht so gut versteht. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Entschuldigung, ich wollte nur einkaufen. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Das freut mich sehr. Ich habe einiges an Zeug... Oh, etwas hiervon, etwas davon. ...gefunden, das ich gerne verkaufen möchte. Zum Beispiel... Wir sollten diese Kleidung behalten, sie ist eine ziemlich gute Tarnung. Es ist immer schön, wenn Leute jemanden unterschätzen. Meine Ohrringe, die bedeuten mir nicht wirklich viel und ich fand sie nie wirklich schön. Die Roben von dieser Frau sind verzaubert. Probieren wir es. Ich habe hier außerdem diesen eisernen Schild. Der Verkäufer schaut mich ein bisschen fragend an und wundert sich, warum ich dieses ganze Zeug mit mir rumschleppe, aber
Er fragt nicht weiter nach und das gefällt mir sehr. Das ist nicht allzu viel wert für mich, dieser silberne Ring auch nicht wirklich. Das hier wiederum würde ich nie im Leben verkaufen, das hat mir meine Mutter geschenkt und... Naja, irgendwie hänge ich daran, hänge ich an allem, was ich von meiner Familie noch habe und das ist nicht sehr viel. Den Heiltrank will ich lieber behalten. Alkohol brauche ich nicht. Und so haben wir immerhin 186 Gold verdient. 186 Gold? Oh. Ich kram in meiner Tasche und sehe noch, dass ich etwas übersehen habe, weil es so klein und schön ist, diesen Diamanten. Auch den verkaufe ich und Knochen trage ich ungern mit mir rum. Der Verkäufer leider auch, er kauft sie einfach nicht. Warum auch? Warum sollte irgendjemand Knochen kaufen? Mal sehen, was der Verkäufer so hat. Ein Schwert. Im ersten Moment klingt es logisch, dass Ilone sich dieses Schwert holen möchte. Aber das Problem ist, Ilone hat keine Ahnung, wie man mit einem Schwert umgeht. Für ein Schwert braucht man eine ganze Menge Kraft, damit es effektiv ist, vor allem für so ein rostiges Eisenschwert. Und Ilone hat nicht wirklich viel Kraft in den Händen. Deshalb würde sie sich lieber für einen Dolch entscheiden. Wenn es ihr darum ginge, eine Waffe zu kaufen. Aber der hier ist ziemlich teuer. Geld ist aktuell vielleicht doch wertvoller als so ein Eisendolch. Außerdem habe ich ja eine Nahkampfwaffe. Pfeile bräuchte ich. Die sind ziemlich teuer. Aber es graut mir vor dem Moment, wo mir mitten im Kampf die Pfeile auslaufen. Leer gehen. Vielleicht kaufe ich lieber die Eisenpfeile. Was hast du sonst noch so? Ein Rucksack wäre schön. Nein, ich glaube, ich habe einen. Hab ich einen Rucksack? Verdammte Diebe. Das Flusswald handelt. Werft einen Blick. Keinen Rucksack. Ilone hat keinen Rucksack und deshalb kauft sie sich einen. Denn es ist ziemlich nervig, so viel Zeug zu tragen. Ach, wobei, eigentlich hat sie das Geld nicht. All diese Dinge wären sinnvolle Reinvestitionen. Aber eigentlich hat sie das Geld nicht und sie behält es lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. So. Geld verdienen. Geld verdienen. Wir haben 209 Gold. Wir haben Tag 2. Wenn wir so langsam weitermachen, kommen wir nie auf 30.000. Also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Mindestens genauso frech wie mein Bruder. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich seinen Lehrling. Sie nervt. Sie nervt richtig. Hallo. Fremder. Dummer Hund. Er mag den Hund nicht. Uns ist das relativ egal. Wir nutzen die Gunst der Stunde und... Was würden wir als nächstes logischerweise tun? Wir wollen viel Geld verdienen und das hier ist irgendein kleines Kaff, dessen Bewohner offensichtlich nicht viel Geld haben. Leute, die viel Geld haben, ziehen nicht in irgendein Dorf in so einer gefährlichen Provinz. Leute, die viel Geld haben, sitzen hinter dicken Wänden. Und dicke Wände sind vor großen Städten. Das ist alles ziemlich logisch. Und deshalb sollten wir so schnell wie möglich in eine große Stadt. Windhelm ist der einzige Stadtname, den wir kennen. Und diesen Stadtnamen nennen wir diesem Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Ja, ich möchte gerne nach Windhelm. Wohin soll's gehen? Windhelm. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Das waren 50 Gold, aber 50 Gold auszugeben ist mir lieber, als irgendwo in der Wildnis nachher tot zu liegen. Sechs Stunden sind vergangen seit unserem Reiseantritt und wir wollten ursprünglich nach Windhelm. Wir stehen jetzt vor den Toren von Weißlauf. Warum? Nachdem wir unsere Reise begonnen haben, hat der Kutscher uns gesagt, dass es ungefähr 3 Tage dauern wird, bis wir in Windhelm sind. Dann ist uns aufgefallen, dass es eigentlich eine dämliche Idee ist, nur wegen der Sicherheit bis nach Windhelm zu fahren und dann nochmal zurückfahren zu müssen, weil die Banditen, denen wir das Geld in 60 Tagen geben sollen, ja nicht in Windhelm sind, sondern hier. Wir würden 6 Tage und 50 Gold, nein 100 Gold, zweimal die Reise,
verlieren. Nur damit wir uns ein bisschen sicherer fühlen. Das können wir uns nicht leisten, also haben wir dem Kutscher gesagt, wir möchten hier aussteigen. Von mir aus halt in dieser Stadt. Und der Kutscher hat uns dafür nur die Hälfte unseres Geldes abgeknöpft. Also keine 50 Goldstücke, sondern nur 25. Wir haben jetzt 184 Gold und es ist der Abend des zweiten Tages und uns schwärmt einfach nichts Gutes. Hier scheint es Pferde zu verkaufen zu geben, aber so etwas können wir uns nicht leisten und so etwas sollten wir uns vielleicht nicht leisten. Und da sitzt eine Khajiit-Karawane. Khajiit-Karawanen sind in Hammerfell nichts Ungewöhnliches. Wir haben häufig bei ihnen besondere Dinge aus anderen Provinzen gekauft. Und wir fragen uns, warum diese Khajiit-Karawane vor den Toren der Stadt sitzt und nicht in der Stadt. Warmer Sand, Freund. Womit kann dieser hier euch dienen? Ich frage mich... Möge euer Weg... Das willst du mir nicht sagen, du willst nur mit mir handeln. Okay. Führen. Entschuldigung? Ihr braucht etwas? Entschuldigung? Mögen die Monde euch segnen, Reisender. Ich habe da eine Frage. Okay, die sind alle sehr beschäftigt. Die wollen nur ihr Zeug loswerden und wollen mich nicht darüber aufklären, warum sie nicht in der Stadt sind. Naja, vielleicht werde ich es ja selbst noch herausfinden. Vielleicht ist diese Stadt ja das letzte Dreckloch. Oder ihre Bewohner sind es. Ein paar Wachmänner. Sie hat nicht sehr freundlich dreingeblickt. Vielleicht bin ich hier nicht so willkommen, wie ich anfangs annahm. Darf ich rein? Hast du ein Problem damit? Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflackten Meere sollen noch Betten frei sein. Betten? Also gut. Betten wären nicht schlecht, ein eigenes Bett zu haben für die 60 Tage. Nur wahrscheinlich gibt es da keinen Rabatt oder sowas. Normalerweise bezahlt man in Gaststätten pro Tag, den man dort schläft. Das könnte teuer werden. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ihr zahlt jeden Preis? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet Er sagt, Wunder. Sie zahlen jeden Preis. Und die Tatsache, dass dort eine Rotwardonin steht, die offenbar Schmiedin ist, gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass ich doch auch das Schmieden lernen könnte. Und so möglicherweise ein bisschen Geld verdienen könnte. Auf der anderen Seite, bevor ich etwas schmieden kann, das irgendwie verwertbar ist, das irgendwie wertvoll ist für andere, werden bestimmt Tage vergehen. Wo soll ich meine Materialien herbekommen? Am Anfang werde ich bestimmt nur Sachen herstellen können, die weniger wert sind als das Material, aus dem sie sind. Ich bin mir unsicher. Ich brauche Geld. Ich brauche irgendeine Geldquelle. Aber ich weiß nicht, wo ich hier in dieser Stadt eine finden könnte. Und ich kann gerade auch kaum jemanden fragen, weil kaum noch jemand auf den Straßen ist. Es ist dunkel geworden. Entschuldigung? Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Schon wieder jemand, der sehr, sehr unfreundlich ist. Ist das sein Gasthaus? Entweder ist es ein Gasthaus oder irgendetwas anderes, das Getränk. Das sieht ziemlich offensichtlich aus. Hallo? Ihr seht etwas... Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Das ist natürlich auch eine Idee. Wir können Tränke herstellen. Da haben wir zumindest ein bisschen Ahnung von. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Naja, ein bisschen inspiriert sind wir, aber wirklich bringen tut es uns nichts, weil wir keine Rezepte kennen. Wir sind ein bisschen völlig verloren und denken, wir sollten eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht in dieser Taverne, je nachdem, wie teuer das Ganze ist. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr viel Betrieb gerade. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch... Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Nein, leider überhaupt nicht.
Keine einzige. Ich habe nichts getan. Ja, ist doch gut. Seid gegrüßt, Reisender. Was? Hallo, Entschuldigung, ich hätte gerne etwas Wasser. Aber ich bin reif. Dankeschön, noch ein bisschen. Wir kaufen uns 3 Flaschen hier, Wasser. Seht euch das an. Oh. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Na, ich hab Hunger. Ein Beutetrief? Brief? Banditen in den Waldheim-Türmen, die wir töten sollen, und dann werden wir dafür bezahlt. Ich schaffe es doch kaum, mich gegen die Wölfe zu wehren. Wie soll ich da Banditen töten? Das ist ein hohes Risiko, aber bestimmt ist die Bezahlung auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir das probieren. Wo sind die Waldheim-Türme? Wir bräuchten eine Karte, um die zu finden. Falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ja. Was kann ich euch bringen? Ich möchte gerne einen Raum kaufen. Wie viel kostet das? Sie sagt uns, dass es 10 Gold kostet. Wir sind ziemlich erstaunt, dass das Ganze so günstig ist, aber sagen nicht nein. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. 10 Gold. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. 10 Gold für 60 Tage sind 600 Gold. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Mir geht es so ähnlich. 600 Gold und wir brauchen sowieso 500 am Tag, damit das Ganze funktioniert. Wir würden praktisch nur einen Tag verlieren, hätten dafür aber eine feste Bleibe und einen Ort, an dem man gut nachdenken kann. Dachte ich zumindest. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Dankeschön. Okay. Ihr braucht etwas? Er wird schon gehen. Wir sind in einer Gaststätte, wir können hier keine völlige Privatheit erwarten, vor allem da die Nord nun mal nicht so auf Privatsphäre getrimmt sind. Und soweit ich das richtig verstanden habe, Sadia, Liebling? Können wir jetzt hier schlafen, zumindest eine Nacht. Das erste Mal endlich wieder in einem... Erstmal was essen. Ih, das war eklig, ich habe vergessen es zu kochen. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Wie konnte mir das passieren? Wie konnte ich vergessen, das Fleisch zu kochen oder zu braten? Ist ja ekelhaft. Und jetzt auch noch Flusswasser hinterher kippen. Na, irgendwie muss ich's loswerden, bevor es schlecht wird. Okay. Ja, Mama? Wir legen uns schlafen. Das erste Mal seit Tagen, dass wir in einem richtigen Bett schlafen. Und demzufolge schlafen wir ziemlich lang.